hast du dich auch schon mal mit dem Thema Selbstoptimierung auseinandergesetzt? Was machst du, damit du in das Gefühl kommst, du tust etwas für deine Gesundheit? Ich bin ja schon länger in diesem Thema unterwegs und habe verschiedene Baustellen, die ich mit verschiedenen Instrumenten angehe. Und mich fasziniert immer, wenn ich das Gefühl habe, kann ich jetzt erstmal nur sagen, dass sich etwas in die richtige Richtung bewegt, dass es also Ergebnisse liefert, von denen ich ausgehe, dass sie etwas damit zu tun haben, was ich im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren verändert habe. Und es ist eine selbstwirksame Art mit den Fallstricken des Lebens und der sich verändernden Gesundheit umzugehen. Und es ist natürlich auch eine sehr für außen gesehen sehr provokante Art, mit den Dingen umzugehen. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich eine im herkömmlichen Sinne Krankheit fühle, dann mache ich alles andere, aber ich gehe nicht zum Arzt. Also erstmal. Das muss schon sehr, sehr hart kommen, bis ich beim Arzt lande. Ich habe nun ja auch jemanden, der im Notfall in mich reingucken kann und mir dann sagen kann, was gerade Phase ist und ob ich vielleicht damit zum Arzt gehen müsste oder nicht. Und demjenigen kann ich auch absolut vertrauen, dass er die Dinge richtig einschätzt. Also meistens, allermeistens, ich mache das oder ich arbeite mit demjenigen jetzt schon über 10 Jahre zusammen auf diese Art und Weise. Und allermeistens kann er mir sagen, dies oder jenes könntest du jetzt unternehmen. Und dann frage ich mich immer noch selber, ob ich das unternehmen muss. Also das zu dem Thema, wie gehe ich damit um, wenn ich vermeintlich so etwas habe, was du vielleicht als Krankheit bezeichnest. Ja, und was tue ich, damit ich gar nicht erst richtig krank werde, beziehungsweise im Laufe der Zeit nicht neue Phänomene für mich aufstapeln, die sich denn dann als Krankheit ausarten könnten? Erstens habe ich die Hoffnung, dass ich da ziemlich viel richtig mache. Zweitens benutze ich einige Dinge. Die sind zum Beispiel dieser Revitaler. Auf meinem Kanal findest du eine Playlist zum Thema Revitaler Oleg Lohnes. Und dieser Revitaler, den benutze ich, wenn dich das interessiert, schau dir die anderen Videos an, den benutze ich ja jeden Tag, kann ich sagen. Also es muss schon ganz komisch laufen, wenn ich den mal einen Tag nicht einsetze. Und der schiebt bestimmt, und das merke ich punktuell sofort, mein System in Richtung Gesundheit, in Richtung Veränderung im Sinne des Gesünderwerdens. Dann, das nächste, was ich seit relativ lange jetzt schon nutze, ist, ich nehme nach jeder Mahlzeit beziehungsweise nach jeder Nahrungsaufnahme so eine 3-4 Gramm Portion Spirulina zu mir. Und Spirulina hat, das ist am Markt offiziell überhaupt nicht bekannt, und da meine Videos jetzt auch keine große Verbreitung haben, habe ich auch keine Angst, dass das jetzt irgendwie bekannt wird. Du behältst das bitte für dich. Spirulina hat die Fähigkeit, den Körper in die Autophagie zu geben. Was ist die Autophagie? Autophagie heißt, dass der Körper Zellen, die im Grunde genommen Zellschrott sind, also die alt und krank sind und eigentlich nur den Körper belasten, diese Zellen fängt der Körper an, selbst zu vernichten, aufzufressen, sich von diesen Zellen zu ernähren. Und damit ist es ein Reinigungsprogramm, das der Körper nochmal separat nutzt. Diese Autophagie wird normalerweise erst im Rahmen des 20 bis 24 Stunden Fastens angeleiert bzw. ausgelöst. Also, das heißt, wenn du jetzt
darauf aus bist, dich zu verjüngen, deine Zellen zu erneuern, eine Sauberkeit zu erlangen, dann wäre Autophagie und sich mit diesem Thema zu beschäftigen echt eine Möglichkeit. So gesehen kann ich sagen, habe ich jetzt den Vorsprung, dass ich das Thema Autophagie schon seit vielen Jahren kenne und ich nutze es aber erst so richtig progressiv, seit ich diese Unmengen an Spirulina zu mir nehme und weiß, dass dieser Autophagie-Effekt eben eine Stunde nach Einnahme der Spirulina schon läuft und der läuft genau so lange, bis die nächste Nahrung aufgenommen wird. Das heißt, sinnvoll ist es, etwas zu essen, aus meiner Sicht. Das ist das, was ich für mich mache und das, was für mich sinnvoll ist, das muss ich nochmal ganz konkret betonen, etwas zu essen und dann, wenn die Nahrungsaufnahme abgeschlossen sein soll, eben diese Spirulina als Abschluss sozusagen einzunehmen und dann gar nichts mehr zu essen, damit die erste Stunde nahrungsfrei quasi die Spirulina aktiv sein kann und danach die Autophagie läuft. Und zwar läuft die Autophagie genau so lange, bis die nächste Nahrung wieder vom Körper verarbeitet werden muss. Von daher ist es faszinierend, dass ich mir das angewöhnt habe und jetzt diese Gesundungs-, Verjüngungseffekte der einzelnen Zellen für mich erwarte. Ja, und ich habe das Gefühl nicht, den Eindruck, dass sich bestimmte Bereiche tatsächlich dadurch erneuern. Und ich werde das nochmal mit dem, der alles sehen kann, absprechen, ob das tatsächlich so ist. Aber ich habe im Moment ganz stark den Eindruck, dass dieser Effekt also nicht zu vernachlässigen ist. Okay, also das sind meine beiden Hinweise für dich. Und jetzt kannst du mir gerne in die Kommentarliste schreiben, was du so für deine Gesundheit tust und ob du auch so neue Herangehensweisen für dich entdeckt hast, wo du das Gefühl hast, die wirken schon. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir alles Liebe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du mir gerne einen Daumen hinterlassen. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das gerne nach. Ciao, ciao.